Ich müsste unbedingt noch ein kleines Statement abgeben in Bezug jetzt zu diesen Film Schauspielern und Künstlern, die sich hier geäußert haben, die massiv teilweise angegriffen werden. Siehe das vorhergehende Video vorher hat nichts zu tun mit chronologisch zeitlich gesehen, dass ich jetzt ein göttliches Statement abgebe und da ziehen wir uns eine Kleinigkeit raus, dass ich sage, du wirst für jeden Meiner, den du schwörst, vor einen göttlichen Richter. Das wirst du bis in alle Ewigkeit bereuen. Und ich zeige dir jetzt, was ein Meinheit ist. Dazu übertrage ich ganz kurz den Bildschirm. Ich erkläre jetzt mit wenigen Worten, dieses Video kannst du dir hersuchen, kannst du dir selber nochmal anhören. Das ist jetzt einer dieser von uns jetzt ausgedachten Schauspieler, Künstler, der sich hier gegen diesen Lockdown etwas gerichtet hat und die sich mittlerweile nur noch in einer Verteidigungsposition, weil sie massiv angegriffen werden. Hier in der Aktuellen Stunde zum Beispiel vom WDR, er sah den auch ab, er fühlt sich angegriffen als Lügner. Und ich zeige dir jetzt eine kleine Stelle. Wir hören uns nur ein ganz kurzes Stück davon an. Du kannst auch das ganze Video dir anhören, dass du den Hintergrund kennst. Die werden jetzt massiv bedroht, dass sie entlassen werden. Die müssen entlassen werden. Die Schauspieler, die der WDR zum Beispiel bezahlt und solche Äußerungen machen, dass die Medien nicht korrekt sind. Hör einfach kurz hin. Wenn Sie das schon umdrehen und mich fragen, gefährlich Ja, ist ich es frage nicht, Sie aber nur. despektierlich ist das schon, ja, weil ich sehe, was in den Intensivstationen passiert und dann sind da ein paar wohlsituierte Schauspieler, die sagen, ach komm, wir hauen mal einen raus. Ich sehe, was in unseren Intensivstationen passiert. Halt es einmal im Hinterkopf. Ich mache das normale Bild wieder. So, den ich mir jetzt ausdenke, wir denken mal vollkommen logisch, materialistisch, solange du nicht bewusst bist, dass dieser Mensch jetzt nur ein Gedanke ist, den du dir denkst, eine Illusion, ein Pixelmännchen. Ich gehe jetzt in deine Traumwelt als Avatar mit dir und jetzt setzen wir den vor ein Gericht. Kann er das, was er jetzt gesagt hat, bezeugen? Wie viele Leute sehen, dass die Intensivstationen voll sind? Ich bin da lang und breit drauf eingegangen. Und ich sage jetzt zu dir, Geistesfunk, egal welche Rolle du zurzeit spielst, dass alles, was du glaubst, ich sehe ja, dass die Intensivstationen voll sind, ich sehe ja dieses und jenes, alles, was du geistlos nachäffst aus Medien und Basieren. Du stehst bei jeder Äußerung, die du tätigst, ab jetzt vor einem göttlichen Richter. Und zwar wirst du unter Eid gefragt, hast du das mit eigenen Augen gesehen, kannst du es bezeugen oder hast du es bloß gehört? Aus der Zeitung, aus den Medien heraus. Du stehst unter Eid. Und ich, als der, der ich jetzt bin, ich garantiere dir, du wirst es bis in alle Ewigkeit bereuen, wenn du an Meineid schwörst. Ich sehe ja, Udo sagt immer ironisch, ich habe es doch mit eigenen Augen in den Nachrichten gesehen, ich habe es doch in der Bild-Zeitung gesehen. Dieses Prinzip habe ich schon vor 20 Jahren erklärt mit den Hühnerfarmen, wo die Hühner gequält werden. Hast du das jemals mit eigenen Augen gesehen? Und immer dran denken, im Nachhinein, wenn du dir das jetzt beweisen willst, weil du es glaubst, dass das da außen so ist, kannst du das auch auf deiner Verabrede verwirklichen. Genau. Aber was bringt es? Macht es deine Welt besser? Das ist die Schwierigkeit. Wir haben einen hochgradigen Faschismus und keiner kriegt es mit. Nein. Das ist jetzt übrigens, deshalb taucht es jetzt in dir auf, wenn es in dir auftaucht. Dass wenn einige ein bisschen was anders sagen, immer wieder dasselbe Geschwätz aus den Medien, die seriösen Ärzte, die Berater der Politik, die seriösen Ärzte, wo die Regierung sich danach richtet, dann blätter in deinen geistigen Archiven von diesen Beratern, den seriösen Beratern. Wer hat die Bundesregierung in finanztechnischen Sachen lange über viele Jahre beraten? Der finanztechnische Berater der Bundesrepublik Deutschland war der Chef der Deutschen Bundesbank. Man erinnere sich, der wegen massiv angeklagt wurde, wegen Fälschungen und wegen Betrug. Genau. Es sind immer alle nur seriös, dass da auch Nobelpreisträger und hochrangige Wissenschaftler sind. Sobald du gegen die Medienmeinung strömst, wirst du niedergemacht. Wichtig. Zweites Gebot halten. Ich sage nicht, dass da außen irgendwelche böse Menschen sind. Das ist ein Zirkelschluss. Das große Prinzip hier, Induktion, Deduktion, Empirie, Theorie, dieser Zusammenhang, habe ich immer ein paar Mal angesprochen, muss man genauer anschauen. Es ist immer dieser kausale Zirkelschluss, dass du irgendeinen Schuldigen festmachst. Denk nur an das Heizkörperbeispiel. Genau.
Jetzt im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, das Problem ist die Wärme, die nur in einem Übergang von zwei Systemen interessant ist und entsteht. In dem eigentlichen System selber wird es total irrelevant. Du brauchst zwei Systeme. Du denkst aber immer nur an eins. Das beginnt schon, wenn die Physiker dir was von einem luftleeren Raum, von einem Vakuum erzählen, von einer Leere erzählen, die zwangsläufig ein Gefäß braucht, wo ihm was ist. Es gibt kein Oben ohne Unten. Es ist ein komplett anderes System, das die Menschen in deiner Welt nicht verstanden haben und es auch nicht kennen können, solange du dir keine ausdenkst, die das kennen. Du musst der Erste sein, der das weiß. Ja. Du bist auch der Einzige, der das Wissen in dir anzapfen kann. Du Geist, wohlgemerkt, niemals irgendeine ausgedachte Person. Eine in einem Traum auftauchende Person oder eine in einem Roman entworfene Fantasieperson wird niemals wissen, wer sie erschaffen hat. Nein. Also ich sehe doch, was da außen los ist. Siehst du es wirklich? Kannst du es beschwören? Kannst du beschwören, dass du dich auf einer Erdkugel befindest? Ich sehe doch, dass die Sterne sich bewegen. Hast du das wirklich schon mal gesehen, wenn ich als Udo Brösel immer ironisch sage, ich habe das noch nie gesehen, wenn die mir das nicht erzählen, ich bin so blöd, mir wird das nie aufgefallen, dass es so ist. Genau. Dass vielleicht alles ganz anders funktioniert. Ja. Das ist das große Spiel. Immer die Berater der Bundesrepublik Deutschland. Das Problem sind nicht die Menschen, die du dir ausdenkst. Mhm. Und dann doch wieder, weil das ist das, was ich dir vorlege. Mhm. Das Problem ist deine Unachtsamkeit und dass du von den 99%, die du bis dort als 100%ig sicher bewiesen angesehen hast, was du siehst, weil du leichtgläubig bist. Mhm. Weil du blind alles glaubst, was man dir erzählt, natürlich nur dann, wenn es dir logisch erscheint. Mhm. Das große Gefängnis, wo du dich einsperrst, ist deine Logik. Weil du alles massiv bekämpfst, was deiner Logik widerspricht. Diese Feinde, die du brauchen würdest, die du lieben musst, dass du vollkommen wirst. Ja. Ein reiner, intimer, innerer Akt. Ja. Ich sehe doch was, und alle rudern, alle dieses so, du musst es so auf die Waagschale legen, was du überhaupt sagst, dass du nicht angegriffen wirst. Das ist Faschismus. Es wiederholt sich alles. Es wiederholt sich immer wieder dasselbe Spiel. Wellenberg und Wellendal, was ich sage. Schiebt es übereinander. Das ist wie mit der Nazi-Zeit. Ausländer raus und plötzlich schreien sie Ausländer rein. Du merkst, es sind nur Spiegelungen, die du jetzt in der Zeit um dich herum verstreust. Wenn du systemtreu bist. Die Ursache ist immer wieder... Du musst dann nur Angst machen, dass ihm was passieren könnte. Ja. Drohen. Mhm. Das Prinzip von Religion, das Prinzip von Politik, Versprechen und Drohen. Ja. Genau. Und jetzt mach dir mal Gedanken, wenn du dir jetzt eine Welt denken würdest, normal wie du die ausdenkst, wo es keine Regierung gibt. Haben Menschen, denen es in sich selber gut geht, haben die irgendein Bedürfnis, ein anderes Land anzugreifen? Ja. Die wird irgendwann einmal klar werden, dass Kriege immer von irgendwelchen machtgeilen Menschen, ob du die Politiker oder Könige oder Fürsten nennst, spielt überhaupt keine Rolle. Die sind die Ursache für Krieg. Mhm. Und dann wirst du merken, am meisten Geld wird mit Krieg verdient. Mhm. Das Geld ist ja Sau, wenn es um Geld geht, geht es nur um Krieg. Mhm. Wer hat denn ein Bedürfnis, ein anderes Volk anzugreifen als normale Menschen? Mhm. Und wieso machen die das tun, was sie machen, wenn du Soldat bist oder Polizist bist? Immer aus demselben Grund, um Geld zu verdienen. Ja, klar. In der Politik dasselbe in Grün. Die Partei, die Partei, die Partei. Weißt du, was mit einer Partei los ist? Das ist ja, wie finanziert sich eine Partei? Das kannst du jetzt wieder nachschauen. Die kriegen einen gewissen Obolus, kriegen die von Spendengeldern, also auch von Steuergeldern. Ja. Aber das würde denen nie reichen. Die leben in erster Linie von Finanzierungen, Lobbyismus, Parteigeschenke. Ja. Immer wieder an unseren Seehofer denken, den großen Propheten. Die, die gewählt werden, haben nichts zu sagen. Die, wo was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Das sind so Sätze, die hörst du, die nimmst du aber nicht für voll. Und was siehst du alles? Was siehst du eigentlich? Also ich kann jetzt beschwören, ich habe von Corona überhaupt noch nichts mitbekommen. Ich habe in meinem bisherigen Dasein, in meiner kleinen, reduzierten Welt, einen allereinzigen, wo ich beschwören kann, wo ich vom Hören sagen kann, dass der Corona positiv getestet wurde. Den habe ich in der Zeit dann kurz danach zweimal mit dem Auto fahren sehen, nachdem... Und der war bumbals gesund. Ansonsten hatte ich persönlich noch nie mit irgendjemandem, in meiner Welt gibt es das gar nicht. Nur ein Riesenaufruhr und alle rennen mit Masken rum. Und dann schauen wir uns unsere Sterbezahlen an und die Statistiken an.
die ganz eindeutig, die Statistik des Deutschen Bundesamts weist ganz eindeutig aus, diese Zahlen weisen eindeutig aus, dass jetzt unabhängig an was oder weswegen welche gestorben sind, 2020 bis jetzt sogar in den März rein, von den letzten 9 Jahren am zweitwenigsten Menschen gestorben sind, wie die anderen Jahre davor. Also was, jetzt bin ich hin und her gerissen. Ja, komm. Da musst du nicht hin und her gerissen sein, wenn du im Jetzt bist, ist einfach eine Information dort, die mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört wird. Das ist das, was ist. Genau. Das ist das neue Denken, das ich dir anbiete. Und diese Grundlage zu erkennen, brauchst du eigentlich nahezu kein intellektuelles Wissen. Du musst Bewusstsein sein, dass dir bewusst ist, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Genau. Immer wieder stürzt du ab. Du schaust wieder Video an, dann bist du wieder begeistert. Dann ist irgendwie, zieh dich das magisch an. Ich sage immer wieder, wie beim Unfall, wo es so schrecklich aussieht, dass man nicht wegschauen kann. Und das ist auch in Ordnung. Du musst es nur bewusst machen. Es sollte nur langsam der Beobachter in dir wachsen. Dann ist es wie ein Reifeprozess, wie mit Spielzeug, das dich irgendwann einmal lernt. Genau. Aber das Wort dieser Faschismus, dieses Zugehörigkeit zu denen gehören, die die Guten sind, die die Richtigen sind, die die Menschen informieren, der sogenannte seriöse Journalismus. Ob dir einer die Nachrichten vorliest, egal was er macht, stell dir selbst die Frage, habe ich es mit eigenen Augen gesehen, kann ich das beschwören oder verwirkliche ich meinen Kopf einfach nur, was ich in Form von Worten oder Geräuschen, spielt keine geschrieben oder akustisch, durch meine Interpretation hier und jetzt in meinem Kopf verwirkliche und mir ausdenke und ich meine, ich habe mit diesen Gedanken nichts zu tun. Hör dir die letzte Hälfte nochmal, das letzte Drittel von dem vorhergehenden Selbstgespräch an. Dieser einfache Satz, der Denker ist untrennbar mit dem, was er denkt, verbunden. Und solange du in dem Wahn lebst, ich wiederhole das nochmal, dass du meinst, du hättest mit dem, was du jetzt denkst, und es ist nicht nur, dass du aus Worten, die in dir auftauchen, irgendwelche Vorstellungen aufmachst, ganz subjektiv geprägt von deinem Intellekt, sondern dass du als träumender Geist sogar die Worte in dir aufwirfst, auf die du dann reagierst und deine Vorstellungen generierst. Mhm. Also das, was wirklich spannend ist, ist der Hintergrund. Ich sage immer wieder, die Ebene bei Videospielen mit einer offenen Welt immer. Ich erwähne jetzt wieder einmal den Udo, ohne den besser zu machen. Selbst bei Schach, ich war ein katastrophaler Schachspieler. Ich habe sehr schnell festgestellt, mich hat immer interessiert, wie was funktioniert und nicht, dass ich, wenn ich dann die Regeln kenne, dass ich da irgendwie gewinne oder besser bin wie die anderen. Mich hat, sobald ich ein Prinzip durchschaut habe, hat mich das zu Tode gelangweilt. Ja. Und wenn du mal dieses Leben, das du jetzt Leben nennst, in seiner ganzen Großartigkeit, was du dir ausdenken kannst, wenn du dieses Programm durchschaut hast, dann wirst du merken, es ist wirklich nur das Programm einer Schimmelpilzkolonie. Ja. Im Hintergrund ist noch viel, viel was Gigantischeres. Aber das kann ich dir genauso wenig erzählen, wie du jetzt, wie ich immer sage, ein Embryo in der Matrix im 9. Schwangerschaftsmonat kurz vor der Geburt erklären kannst, was, wie die Welt wird, wo er hineinwächst. Genau. Das musst du einfach akzeptieren. Aber da kommst du eh hin. Ich sage dir sogar, wenn das passieren wird, jetzt. Aber es wird nie passieren, solange du noch meinst, dass in der Zukunft was passiert. Ja. Also, was hast du Angst? Deine Verwandlung kannst du nicht aufhalten. Vom Säugling bis zum Greis. Und dann geht es weiter. Dann legen wir diese Hülle ab, das ist die Verpuppung. Und dann kriegst du einen höherwertigen Körper. Das ist dann deine Traumwelt. Das ist einfach, wenn du begreifst, mein Körper ist mein jetziger Traum. Ändert an mir nichts. Die 200 Gramm rohe Gnede. Ich sage immer wieder, der sich's ausdenkt, bleibt immer derselbe. Das Einzige, was sich an dir verändert, sind deine Informationen. Das ist hundertprozentig so. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du auf das Geschwätz, die Meinungen von Figuren, die du dir ausdenkst, hörst, wo du meinst, du hast mit diesen Gedanken nichts zu tun, die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet, die nicht einmal wissen, was der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper ist, diese ständige Drohungen, die Maßnahmen, mir geht es ja nicht um Freiheit einschränken oder nicht, weil nichts ist unfreier zur Zeit wie du selbst. Ja, wie weit ist eine Raube eigentlich frei? Kann die sich raussuchen, wenn sie sich verpuppt, ob sie ein Schmetterling wird? Oder je nachdem, was für eine Art. Ich sage immer wieder, ein Wesen, erinnere dich, Redo, ein Wesen, das in einer Matrix heranwächst, ist ein Daseinwissen. Es kann sich als Säugetier werden das Säugetier nicht raussuchen, ob das ein Affe wird, eine Kuh wird, ein Schwein wird, ein Pferd wird. Es kann sich als Trockennasenaffe nicht raussuchen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird. Ja. Und jetzt ist das voller symbolischer Bilder. Ja.
Ich kann immer wieder sagen, die Cochlea, die Schnecke. Das ist ja das Innenohr. Mhm. Man lese hier dazu das allererste Ohrenbarungsbuch über Sternenlagen, wo ich drauf eingehe. Das ist jetzt normale Schulmedizin. Professor Odalla übrigens, ein großer Gehörforscher, sind ja die Ohrenbarungen. Der sagt, wenn man die Entwicklung jetzt alles ausgedacht, wohlgemerkt, wir verbildern jetzt ausgedachtes Wissen. Wenn man die Entwicklung nach der Befruchtung anschaut, da gibt es die schönen Bilder, kannst du wieder Filmchen anschauen. Das sind aber wieder Illusionen. Aufbaut auf einem Programm, da teilt sich ein Ei, wenn das Spermium reingeht, dann werden das 2, dann werden das 4, dann werden blaff, blaff, blaff und irgendwann kriegt es dann so eine Art wie ein Wurm. Und jetzt ist das Eigenartige, kannst du in guten Medizinbüchern über Gehörentwicklung, über embryonale Entwicklung nachlesen, sieht es so aus, dass das Erste, was die Größe eines erwachsenen Menschen hat, ist die 2 Cochlea. Mhm. Diese 2 Ohrschnecken, dieses Innenohr hat nach 100, ich mache mich jetzt nicht fest, in dem Buch 139 oder 136 Tagen, glaube nach 139 Tagen, ist es ausgewachsen. Das heißt, das Embryo besteht eigentlich nur aus den 2 Schnecken. Mhm. Eine schöne Sache in den Reagenzgläschen, die 3,5 Windungen, da habe ich auch viele Sachen drüber gemacht. Dieses Innenohr hat die Größe eines erwachsenen Menschen, nach 139 Tagen ist es fertig. Ausgebildet, angeblich, habe ich aus der Schule heraus. Sag aber bitte, einer der berühmtesten Professoren für Ohrforschung. Da kannst du noch nicht einmal feststellen, ob das Embryo, ob dieses Wesen eine Mann oder eine Frau war. Das sind noch keine Sexualorgane ausgebildet. Ja. Da ist dieser schöne Satz aus dem Buch von dem Professor Odalla, das Ohr, hat zitiert dann übrigens Professor Behrendt, das Kleine, der kleine Mensch will hören. Das heißt, das erste Organ, das komplett ausgebildet ist, ist das Innenorgan. Mhm. Höre Israel, sage ich jetzt wieder. Ja. Egal, ja, aber Gott ist ein Einziger. Das ist symbolische Bilder, nicht, dass da außen irgendwas so wäre. Das schreibt dir zur Zeit, wenn du das studierst. Wenn du das studierst, magst du diese Vorstellung. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist alles wirklich ganz anders. Mhm. Und solange du in der Matrix bist, kannst du dir gar nichts raussuchen. Solange du in Träumen der Geist bist, kannst du dir gar nichts raussuchen. Ich betone nochmal, du träumst zurzeit, alles, was in dir auch drauf kommt, aus dir, deine Reaktionen, wie du darauf reagierst, das ist meine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und ich werde dir bis in alle Ewigkeit, wenn du negativ reagierst, das immer und immer wieder vorsetzen, solange bis du aufhörst damit. Bis du zu Liebe wirst, zu einer allumfassenden Liebe. Bis du erkennst, dass alles, was in dir auftaucht, jeder Gedanke ein Gedanke von dir ist. Jede Information, die du in dir erschaffst, eine Form von dir selbst ist, dann wirst du ein viel gestaltetes, alles umfassendes Wesen. Die Peripherie, die alles umfassende Peripherie, die unendliche Eins, das Uni und das der absolute Mittelpunkt, der wichtig ist. Das Innen und das Außen gleichzeitig. Das ist dieses Umstimmen zwischen rechts und links. Klingt alles so unheimlich kompliziert und passiert von alleine. Du müsstest es bloß geschehen lassen. Aber was passiert jetzt, wenn du dich nicht verwandeln willst? Wenn du mit aller Gewalt meinst, dich gibt es nur, weil dieser Körper da ist. Nichts lässt sich leichter hundertprozentig sicher widerlegen, wie dass es eben nicht so ist. Da musst du nur wissen, was du selbst bist. Du existierst als Gedanke, Geist. Auch dann, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Aber dieser Gedanke, Geist, existiert nur, wenn er von dir gedacht wird. Wo kommen diese Gedanken her? Wo kommen Gedankenwellen her? Da muss doch einer sein, der im Meer ist. Jetzt weißt du, wieso in der Bibel wörtlich übersetzt, das, was mit Gott übersetzt wird, eigentlich Gott das Meer steht. Ganz genau. Ist Rode. So einfach ist es. Da wirst du merken, dass dein Leben ein wirklich spannender Film wird. Jetzt genau in der jetzigen Phase. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Aber entscheiden, das Aufheben der Scheidung, erfordert jetzt nicht mehr, dass du dich für das eine und das andere entscheidest. Das ist keine wirkliche Entscheidung. Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Nein. Sondern, dass du aus diesen 2 Facetten was vollkommen Neues machst, dann löst sich nämlich Kreis und Dreieck auf. Wenn du aus einem Buchstaben ein Wort machst, denkst du nicht mehr an das Wort, obwohl es immer noch da ist. Nein. Und sobald du eine spannende Geschichte liest, denkst du nicht mehr an das Buch. Ja. Es existiert in dem Moment nicht mehr. Und wenn du einen Film anschaust, denkst du nicht an die DVD oder an die Datei. Genau.
Aber dieses Nicht-Existierende ist die Quelle für all diese Einzelbilder, für die Gedankenwellen, die in dir auftauchen. Ich glaube, ich lasse mal es gut sein. Gut, danke. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Darum ist es wirklich, das ist der Kern von Holofeeling, das, was ganz anders ist, ohne Schuldzuweisung, ohne dass ich irgendeine Schuld zuweise, den ich mir ausdenke, ohne dass ich irgendeinen Gedanken von mir mehr Macht zuspreche wie einen anderen Gedanken. Das, was wirklich absolut mächtig ist zurzeit in diesem Moment, das ist dein eigenes Ego, dein Intellekt. Das ist der große Bestimmer. Ja. Wenn ich jetzt sage, dein Intellekt, ist es eigentlich nicht gar nicht deiner, sondern eine winzige Facette, weil dein wirklicher Intellekt ist Holofeeling, das ist allumfassend. Aber du meinst ja nur, dass deine Meinung, dein Wissen, es ist eine Anderung, du äffst es geistlos nach. Absolut. Wie war das gerade? Ich sehe doch diese vollen Krankenhäuser. Hat er sie wirklich gesehen? Wissen Menschen waren in Krankenhäusern und haben das gesehen? Ja. Jetzt kannst du die vorhergehenden Selbstgespräche wieder anhören. Wenn du jetzt das überprüfen willst, hängst du davon ab, was du glaubst. Wenn er losmarschiert mit diesem Programm, der Geist des Funken, der dieses Programm verwirklicht, dann sind die voll. Aber sieh, dass er in dem Moment, wo er das als Journalist sagt, ich bezweifle das schwer, mach vielleicht, ich sage jetzt, ich denke mir jetzt Tausende von Journalisten aus, wo Tausende dasselbe behaupten. Ich sehe doch, was da außen los ist. Auch ein Welke, ein absoluter Befürworter für diese Maßnahmen. Und dann wirst du sofort wieder unsicher, wenn eine kommen und was anders machen. Wenn dann der Günther Jauch plötzlich auftaucht und der hat Corona. Und dann ist natürlich voll wieder dieses, dann wirst du schon wieder unsicher. Ich habe früher immer gesagt, bei Astronauten, die deutschen Astronauten, und dann siehst du ein ganz knuffiges Kerlchen von unseren Astronauten und der erklärt dann, dass er hier auf der Raumstation oben war. Ah ja, dann kann das ja doch keine Spinnerei sein. Es ändert nichts. Da hast du Pickelmännchen, du denkst dir einen Menschen aus und du kommst schon wieder ins Schwanken, weil du nicht in der Lage bist, dem zu vertrauen, was hundertprozentig sicher ist, was du jetzt siehst. Genau, genau. Es geht nicht um deine zwanghaften Interpretationen dieser Reizauslöser. Es geht zuerst einmal, dass du erkennst, auf was reagiere ich eigentlich und wie reagiere ich, mit welcher Formveränderung, Informationsveränderung erzeuge ich mit meiner Reaktion. Genau. Dieser simple Satz, wenn ich sage, ich schreibe dir irgendeinen Bericht und sobald der Portugiesisch oder Chinesisch dasteht, reagierst du nochmal, weil du es nicht lesen kannst. Du legst es nochmal aus. Genau. Es ist eine hundertprozentige Beschreibung, wo du überprüfen kannst, du Geist. Das kann natürlich nur Geist überprüfen. Ja. Und wenn du nicht den Mut hast, den ersten zu machen, dann fällt dir einfach die Reife, dass du immer noch eine Bestätigung von irgendeinem ausgedachten Menschen brauchst. Ja, genau. Die Meinung der anderen sollte dir nur insoweit wichtig erscheinen, dass du zuerst einmal hinhörst, kann ich das nachvollziehen. Mhm. Das ist eben, das macht Geist aus. Sobald irgendwas in dir auftaucht, eine Figur, die was äußert, was für dich nicht nachvollziehbar ist. Genau darauf solltest du dich fokussieren, weil das ist eine Facette, wo du noch nicht kennst, eine Perspektive, die du nicht kennst. Und genau das beachtet man nicht. Ja. Und dann kann man hier spielen. Und dann kommt immer dieses große Spiel der Diskussion. Ich kann immer wieder sagen, wir führen jetzt einen Monolog, ein Selbstgespräch von JCH zu ICH. Wir sind eins, ich erkläre dir, dass wir eins sind, da ist kein Unterschied. Der Unterschied zwischen uns sei besteht, dass also hier was erlebt wird, das man nur in einer Personifizierung, in einer speziellen Traumwelt erleben kann. Aber der es erlebt, ist wirklich etwas, was als Ding an sich dienen nicht existieren kann. Genau. Das sind die Stufen. Und wer jetzt nicht dieses ganze einseitige werdende Wissen in dir drin, ich garantiere dir meine Sache mit der Insel, wenn du von klein auf so erzogen wirst und du weißt es nicht und du hörst einfach zu, weil das ein neues Programm, eine neue Vorstellung, die zuerst einmal die Welt mit Menschen, mit Autos ganz normal aufschmeißt, aber keine Welt mehr mit vorher und nachher. Ja, genau. Das ist das, was ich dir anbiete, das ist die Tür, die ich öffne. Ja. Wenn du hindurchgehst, einfach nicht mehr aufregen. Geh jeden Moment bewusst machen, was da ist. Um zu schauen, was jetzt da ist, brauche ich kein Wissen, weil das Wissen kriege ich ja vorgelegt. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist das, was du jetzt weißt. Aber du hast ja nur deine Verlagerung auf den fadenscheinlichen Interpretationen, wo du dir so hundertprozentig sicher bist, dass du etwas, was du geistlos nachhast, dass das unabhängig von dir da außen so ist. Das sind Meineide und du wirst nichts mehr bereuen wie deine Meineide. Das heißt, hüte dich, eine Meinheit zu schwören.
Das selbstverständlich sagen, ich habe das gelesen, ich habe das da gelesen und da gehört. Und wenn du das Prinzip einmal drin hast, dass du das dann auch realisieren kannst, durch Glaube auf der Verabrede, wirst du viele Sachen erst gar nicht realisieren wollen, weil du merkst, was macht das für einen Sinn? Genau. Ansonsten läuft es sowieso maßgeschneidert ab. Ja. Göttlich perfekt. Das ist jetzt die Ende, die Wendezeit. Ja. Die Entropie, auch ein vollkommen falsch erklärtes Gesetz der Physik. Was ist Entropie? Entropos heißt im W-Endepunkt. Wirklich Entropos ist der Endepunkt. Endepunkt. Das ist aber das doppelte Ende im Wendepunkt. Das ist die Wende. Ja. Das ist wie ich dick. Ja, das ist dieser Mittelpunkt, das ist die Entropie. Jetzt schau mal, was da alles für Geschwätz drinsteht und viel wichtiger ist, schau, was du aus den Worten machst. Ja. Wenn du solche Einträge im Wikipedia liest. Und das Verrückte an Udo Petscher ist ja, dass er dir permanent sagt, es gibt keinen Eintrag, nichts, kein Buch, das in dir auftaucht, keine Behauptung, wo ich nicht sage, das ist richtig. Ja, ja, klar. Ja. Man sieht es ja, wenn ich die Wörterbücher Einträge immer nehme. Ja. Es ist eine Frage, was machst du aus den Worten? Absolut. Darum geht es. Was machst du ganz persönlich aus den Worten? Die Vorsilbe end. Da kann ich immer nur sagen, wer weiß wirklich, was die Vorsilbe end bedeutet. Entspannen, enttäuschen. Hundertprozentig sicher. Doch lächerlich. Ist wirklich lächerlich. Es ist sehr ernüchternd, wenn man hier jetzt erst einmal die eigene Dummheit vor Augen geführt bekommt. Das sind die Menschen um dich herum. Weil das sind ja nur deine Spiegelbilder. Du äffst nach und darum äffen die alle nach. Und immer dran denken, es gibt immer eine Ausnahme, die Regel bestätigt. Zumindest eine. Das ist Holo-Feeling, ist dein Wissen. Mach es dir zu eigen. Das ist ja schon in dir drin. Die anderen Wissenselemente sind aber nur Facetten davon. Und wir setzen das zusammen. Das ist das, was Liebe bedeutet. Aus einer extrem sich widersprechenden Vielheit eine einzige, vollkommene, absolute Einheit zu machen. Die eigentlich nie zerspringen kann, das Heilige kann nie zerstört werden. Ja. Das drückt es aus. Okay. Gut. Spielen wir noch eine Runde leben. Danke. Bis gleich. Bis gleich.